Geschichte aus unserem Bewegungscafé. Da war ein Ehepaar bei uns, Karl und seine Frau. Und wir haben mit ihm zusammen angeschaut, wie man von einem Stuhl aufstehen kann. Die Problematik, die Paul hat, ist, dass er sehr groß ist. Also sozusagen seine Knie so stehen, wenn er auf dem Stuhl sitzt. Und er hat gesundheitliche Herausforderungen aller Art oder verschiedener Arten. Wir haben begonnen und haben gesagt, ja, beim Aufstehen ist es schon wichtig, dass man auf dem Stuhl relativ weit nach vorne kommt, dass man möglichst die Arme einsetzt, wenn man aufsteht, zum Beispiel eben auf die Knie stützt, weil wenn Sie die Arme nicht benutzen, dann haben Sie hier wirklich eine Herausforderung in dem Moment, wo das Becken vom Stuhl weggeht. Wie früher Sie die Bewegung nach oben machen, wie mehr brauchen Sie Ihre Muskeln, die arbeiten. Wir versuchten mit Paul so weit wie möglich nach vorne zu gehen und erst dann den Aufstehprozess zu beginnen. Wir versuchten auch mehr über diesen aufgestellten Armknochen zu bewegen. Aber das war immer noch relativ herausfordernd. Und so haben wir beschlossen, dass wir sozusagen den Stuhl umbauen. Und auf unserer Internetseite sehen Sie die definitive Form, wie Sie sich das dann angefertigt haben. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene dicke Unterstützungen, weil dieser Stuhl ja schräg nach hinten geht. So machen wir hier sozusagen eine Erhöhung des Stuhls. Jetzt hier im Provisorium mit Büchern. So. Da haben wir sozusagen die Sitzfläche erhöht vom Boden weg und sie ist auch noch ein wenig gerader. Und natürlich können Sie zu Hause das jederzeit ausprobieren. Jetzt mögen Sie sehen, schon nur bei mir ist das natürlich ein anderer Winkel. Und wenn Sie so an die Kante nach vorne gehen, wird sich, wenn Sie sich nach vorne bewegen, mehr Gewicht auf Ihre Füße verlagern, als wenn der Stuhl tiefer ist. Jetzt bei Paul hat das bewirkt, dass er wirklich wieder aufstehen konnte vom Stuhl. Und Sie schreiben uns das in einem Brief sogar, ohne dass er die Hände benutzen musste. Und Sie werden feststellen, wenn Sie das selber ausprobieren zu Hause, es gibt einen riesigen Unterschied. Jetzt meine Frage ist, nicht primär geht es jetzt besser oder schlechter, weil Sie müssen sehen, das ist ein Stuhl, der dann erhöht ist, aber Sie werden auch wieder auf tiefen Stühlen sitzen. Darum ist die Gelegenheit, dass jetzt das Aufstehen besser geht, so auch die Gelegenheit, noch mehr Varianten zu suchen, wie Sie Ihre Arme einsetzen können und so mit den Armen Gewicht organisieren können, damit Sie ihres Aufstehen vielfältiger gestalten können. Es geht also nicht primär darum, ob diese Erhöhung des Stuhls gut oder schlecht sei, sondern es geht vielmehr darum, ob Ihnen diese Erhöhung helfen kann, andere Muster zu entwickeln, auf die Sie dann möglicherweise zurückgreifen können, wenn der Stuhl tief ist und die Herausforderung hier eben größer wird. Und die Frage ist ja, wie können Sie da wieder zu mehr Möglichkeiten kommen? Und ich freue mich natürlich, dass Paul im Bewegungscafé diese Entdeckung gemacht hat und dass sein Schreiner sozusagen diese Stuhlerhöhung, die Sie auf der Seite sehen können, produziert hat. Und ich hoffe, dass Paul jetzt wieder in der Lage ist, verschiedenste neue Ideen für sein Aufstehen zu entwickeln. Das ist ein Video zu dieser Internetseite und ich freue mich, wenn Sie die Internetseite